So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir waren mal wieder einkaufen im Philips. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein Geschäft, da gibt es alles Mögliche drin, außer Leute, die Philipp heißen. Das habe ich eh noch nicht verstanden. Pupsi hat dort Soßen entdeckt. Zwei Chili-Soßen, zwei besondere, scharfe Hot Sauces. Die habe ich gedacht, muss ich natürlich beide mitnehmen. Zum Preis von, ich weiß gar nicht wie viel, 2 Euro noch was, 3 Euro noch was. Ich bin ja immer so einer, der scharfe Soßen testen möchte. Bin mal gespannt, was die können aus dem Philips. Das ist zum einen eine Chipotle Hot Sauce. Hier ist ein Mexikaner drauf. Hier habt ihr Chipotle Shoden. Hier ist eine Scala Mild Hot. Da erreicht die 4 von 5 Feuerbüsche von der Firma Wanted. Und hier drüben haben wir die Original Mexican Habanero Hot Sauce, wo auch wieder dieser Mexikaner drauf ist. Ihr habt hier diese Habanero Schoten und die erreicht 5 von 5 brennende Gedärmbüsche. Das finde ich sehr gut. Die ist sehr dunkel, die ist richtig schön orange, also die ist ein bisschen heller. Das ist ja auch Habanero. Wir wollen das Ganze wieder testen mit Nuggets und am Ende gegen die Mad Dog 357 antreten lassen aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt. Das ist die Silver Edition. Jetzt Nuggets warm machen und dann ab in den brennenden Busch. Nuggets! So, die Nuggets sind jetzt fertig, die können wir euch hier mal zeigen. So sehen die aus. Die Soßen habe ich mir jetzt extra hier draufgestellt, dass ich das für das Thumbnail mal hier reinhalten kann. Ich habe extra die andere jetzt nicht mit drauf, nur so. Das muss jetzt reichen. Hier sind die Nuggets, hier sind die Soßen. Das kommt weg und wir fangen mal an mit der, die nicht so scharf sein soll. Von der Firma Wanted Original Mexican Chipotle Hot Sauce 140 Gramm Stark Chili Sauce. Da steht was drauf, was du nicht lesen kannst. 34% Chipotle, Chili, Karotten, Zwiebeln. Ja, der Rest ist egal. Das sind ja nur so kleine Gewürze. Die machen wir jetzt mal auf, hauen die uns hier drauf. Mit dem Mexikaner. Die kann man wohl wirklich einfach so aufmachen. Ich dachte, man muss oben diesen... Also ich hätte erstmal schütteln müssen. Moment, wir drehen es nochmal zu. Durch Schütteln wird es schärfer. Stimmt zwar nicht, aber können wir trotzdem mal machen. Ich dachte, man muss hier diese ganze Folie unbedingt abreißen und dann muss man das kompliziert aufdrehen. Aber ich kann einfach den Deckel aufdrehen und habe die ganze Folie mit abgezogen. Jetzt bin ich gespannt, weil in letzter Zeit, wenn wir Soßen getestet haben, da waren die so extrem flüssig und eigentlich nur Essig, reine Essigbrühe, die einfach nichts gebracht hat. Wir hauen die also jetzt mal hier drauf als Chipotle Sauce. Gerade wenn ich bei Subway bin, nehme ich auch immer die Mexican Southwest Chipotle Dings irgendwas Sauce. Hier ist jetzt richtig schön was drauf, richtig dick. Schade, dass Hannes nicht da ist. Der hätte die probieren müssen. Nicht nur, dass die hier so verkohlt aussehen, diese Chipotle-Schoten. Die hat auch eine schön rauchige Note. Mit einer richtig angenehmen Schärfe. Die ist schön dick. Hat nichts mit Essig zu tun. Also richtig geniale Soße dafür, dass die so billig im Philips rumsteht. In so einem kleinen Ramschladen. Und ihr seht, dass ihr euch irgendwelche Soßensets für 20, 30 Euro kauft mit lauter kleinen Soßen drin, die alle nur flüssig und essig sind und total billig und abartig. Ist das hier eine richtig gute Soße. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, würde ich auf jeden Fall nochmal kaufen. Da habe ich Spaß dran, die auf den Sub draufknallen. Die auf einen Burger draufknallen, die bei einem Sandwich dazu. Hätte ich nicht gedacht. Pupsi hat auch gleich gesagt, ja, im Endeffekt schmeckt es wieder nicht, aber richtig genial. Wanted Original Mexican Chipotle Hot Sauce aus dem Philips in Meiningen. Wer sagt, oh, die will ich auch unbedingt mal haben, ne? Grüße gehen raus an die Spezies. Kann ich ja mal zwei holen und verschicken oder wenn Besuch da ist, könnt ihr die kosten. Kommen wir mal zur zweiten. Diese Original Mexican Habanero Hot Sauce
5 von 5 Hot, die müsste jetzt schärfer sein. Trotzdem habe ich ja bei diesen komischen Fuego-Soßen ist ja auch ein Hot Habanero dabei, die ich auch am angenehmsten fand von den drei Fuego-Soßen. Da habt ihr Jalapeno-Soßen, ihr habt diese Habanero-Soße. Die Habanero fand ich am besten, die hat auch so eine orange Farbe. Das passt schon mal. Knallen uns jetzt hier was drauf von dieser Habanero-Soße. Nicht zu wenig, so dass ihr wirklich was merkt. Mit dem Nugget gleich dazu. Eine Steigerung zu mehr scharf merke ich jetzt gar nicht, weil die andere schon gut scharf war. Gut, im Nachhinein jetzt vielleicht ein bisschen. Aber du hast richtig präsenten Geschmack. Dieses typische Habanero-artige kommt sofort durch, sofort präsent. Das geht hoch. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Habanero geht immer hoch. Habanero zieht hoch. Finde ich auch ultra stark. Bin auch hier positiv überrascht. Hau mir das jetzt gleich hier hinten noch auf das drauf. Also auch die zweite Soße, richtig genial, würde ich auch unbedingt nochmal kaufen, nochmal holen. Super Preis, super genial, ordentlich was drin, große Flaschen, cooles Design. Boah, das müsste Pupsi mal probieren. Aber ich glaube, die isst ja so Soßen gar nicht, das ist ihr nämlich alles zu scharf. Jetzt haben wir das Problem, wir haben immer noch die Maddog übrig. Und die Maddog ist natürlich wieder das, die alles umbringt. Das ist keine Genusssoße. Die Maddog ist halt wirklich eine Waffe. Die Maddog, wenn du die irgendwo drauf machst, darfst du nur einen ganz kleinen Bitzel drauf machen, einen ganz kleinen Punkt. Soll man ja auch eigentlich gar nicht unverdünnt genießen. Ich verdünne es, indem ich einen Nugget dabei habe. Das ist meine Verdünnung. Jetzt haben wir hier einen Punkt. Und dieser eine Punkt reicht wieder mal, um den ganzen Kantinen-Erbsentopf zu schärfen. Das ist ja das Brutale. Dieser eine kleine Punkt ist heftiger als 10 Soßen von denen zusammen. Das wird jetzt wieder das Schärfste sein von allem. Da habt ihr jetzt bestimmt wieder so einen flaumigen, winterlichen Geschmack. Aber irgendwie passt das, wenn man mal eins so isst, um richtig durchzubrennen. Und die anderen isst so, um trotzdem noch einen schönen Geschmack von den Soßen zu haben. Dieser winterliche, pflaumige Geschmack, der erstmal da ist beim Essen und so süßlich wirkt und du einfach keine Schärfe merkst und gar nichts. Und dann schluckst du runter und dann entwickelt sich das. Und dann kommt das plötzlich und lagert sich von hinten nach vorne durch und brennt einfach komplett im Kopf alles weg. Selbst wenn du das aushältst und denkst, das gönne ich mir und haust dir nochmal drauf, nochmal drauf, nochmal drauf. Irgendwann, der Magen sagt dir am selben Tag noch, Digga, das war zu viel. Wenn du hier nichts mehr merkst, spätestens hier merkst du es dann. Deswegen geht mit der Maddog immer vorsichtig um, übertreibt es nicht. Aber ich bin begeistert von diesen zwei Soßen. Wanted, Original, Mexican, Chipotle und Habanero Soße. Beide mit diesem Mexikaner drauf. Kaufempfehlung unbedingt. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.